Guten Morgen, da ist schon wieder Witze-Duell-Zeit. Wie immer, Mittwochs 6.45 Uhr. Ist ja gleich, haben wir noch eine Minute. Ich habe richtig gute Witze vorbereitet, finde ich jedenfalls. Alex meint, er ist schon wieder ein bisschen politisch inkorrekt unterwegs. Gucken wir mal, wie das wird. Freut euch drauf, viel Spaß. Jetzt das BB-Radio Witze-Duell. Wer zuerst lacht, ist am schwächsten. Aktueller Stand: 11-9 für Mikey. Oh yeah. Ja, wie immer haben Alex und Mikey Mittwochmorgen 45 Sekunden Zeit, den anderen jeweils zum Lachen zu bringen. Und wer es eben schneller schafft, kriegt den Wochenpunkt. Mikey, du fängst heute an. Oh, da bin ich auch mal gespannt. So, warte, ich muss hier kurz Alex ausjustieren. Wir sind ja auch live hier Instagram. Das heißt, Mikey filmt gerade noch mit, damit ihr auch bei Instagram schön dabei seid. Ja, ich gebe mir Mühe. Okay, los geht's. Okay. Auf die Plätze, fertig. Ja. Los. Bei der Hitze soll man ja viel Flüssigkeit, Obst und Salz zu sich nehmen. Ja. Also höchste Zeit für Tequila. Welche Sprache spricht man in der Sauna? Natürlich Schweizerdeutsch. Treffen sich zwei Taschendiebe. Wie geht's dir? Na, wie man's nimmt. Treffen sich zwei Schönheitschirurgen. Na, was machst du denn heute für ein Gesicht? Treffen sich zwei Lebrakranke. Na, was geht ab? Oh, Alter, ey, das ist zählt das nicht? Alex, das zählt doch. Szene gezeigt. 25 Sekunden. 25, ey. Das war ja ein gemeiner Witz mit den Leprakranken. Ja. Ich fand ihn mit dem Tequila viel witziger. Aber ich bin heute auch nicht viel besser, weil ich muss gleich sagen, ich starte mit dem Geständnis, was viele schockieren wird, also viele unserer Hörer schockieren wird. Auch nicht schon wieder. Ja, es tut mir leid, aber es ist leider so. Nee, lass den wegmachen. Also ich bist du stark? Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich hab schon wieder Angst. Ready, attention. Ja. Das ist ja was die wenigsten von mir wissen, weil ich habe ja mal in einem Erotikfilm mitgespielt. Der Titel war: Guter Sex muss sich anhören, als wenn man mit Badelatschen wegrennt. Kommt ein Mann in die Apotheke und verlangt Zyankali. Das kann ich Ihnen nicht einfach so geben, erwidert der Apotheker. Der Mann legt daraufhin ein Foto seiner Frau auf den Tisch. Ach so, Sie haben ein Rezept. Okay. Gast in der Kneipe. Zum Wirt: Sag mal, wo ist denn mein Bier? Sag mal, hast du mal auf die Uhr geschaut? Ja, da ist es leider auch nicht. Habe ich mit was anderem gerechnet. Cool, da hab ich überrascht. Und? Krass, 24 Sekunden. Oh nee, hör doch auf. Ja, Alter, damit geht Falter. Der Punkt an Alex und es steht 11-10. Aber immer noch für mich. Für dich? Ja. Cool. Das BB-Radio-Witze-Duell. Oh. Wenn das nicht mal eine knappe Nummer war. Guck mal, der Überraschungsgag, das ist ja das Geile. Man denkt, die Pointe schon zu wissen und dann kommt was anderes. Das ist das Geheimnis, glaube ich, guter Witze. Ja, hast du gut gemacht. Du auch. Habe ich nicht kommen sehen. Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Und falls ihr das nochmal sehen wollt, einfach auf bbradio.de. Viel Spaß. Tschüssi Instagram, tschüssi Facebook.